Hallo ihr Süßen, ich dachte, ich starte ein neues Video, einen neuen Vlog, wo ich euch einfach über ein paar Tage gemütlich mitnehme und wir ein paar schöne, gemütliche Sachen machen. Also das ist auch der Ziel von diesem Video, einfach richtig schön Gemütlichkeit und zusammen Zeit verbringen. Es fühlt sich auch ein bisschen illegal gerade an, hier Deckenlicht anzumachen, weil ich komme gerade von der Arbeit nach Hause. Und es ist einfach stockdunkel schon draußen. Und normalerweise habe ich jetzt ja nur diese Lampe an, aber das fühlt sich falsch an, so das Video zu starten, wenn es so extrem dunkel ist. Ich kann euch gleich zeigen, wie das sonst aussieht. Aber ja, ich dachte, ich nehme euch so ein bisschen mit. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich habe hier mein Journal und ich habe schon richtig, richtig lange nicht mehr so ein, ach, wie nenne ich es immer, Scrapbooking gemacht, also dass ich quasi Fotos ausgedruckt habe und dann einfach was dazu schreibe und die in mein Buch reinklebe. Und das dachte ich, können wir ein bisschen machen, um so den Abend einzuläuten. Und ja, ich freue mich riesig, dich hier zu haben, falls du neu bist. Hi, ich bin Amy. Wir machen hier ganz viele gemütliche Sachen, zelebrieren, ja, schöne Alltagsmomente neben der Arbeit, machen uns das schön, romantisieren uns das und ich freue mich einfach, dich hier zu haben. Außerdem misse ich richtig gerne aufs. Ich räume gerne auf, habe gerne Ordnung und tatsächlich will ich auch, ich weiß nicht, ob ich das heute mache, vielleicht schaue ich das morgen mal nach der Arbeit an, wollte ich in meinem Kleiderschrank ein, zwei Pullis mal angucken, die ich vermutlich aussortieren will. Vielleicht fällt mir noch was in die Hand, weil die habe ich seit den einen 10 Jahren und ich kann ihn nicht mehr sehen. Er ist wunderschön, aber ich kann ihn einfach nicht mehr sehen, weil ich den jetzt so lange schon habe. Und vielleicht kennt ihr das und ja, deswegen dachte ich, können die weg, aber wir starten jetzt ganz gemütlich mit meinem Journal. Bist du auch am Start? Ich habe hier auch ein bisschen umgestellt. Die Pflanze stand ja davor hier. Und die habe ich jetzt auf die Seite gemacht, damit ich dort besser Spiegelfotos machen kann. Da seht ihr jetzt auch mein Stativ gerade im Spiegel. Und genau, und dann hier oben hier eine Pflanze, die habe ich deswegen abgehängt. Und die Disco-Kugel aufgehängt. Die Hantel hier ruiniert jetzt zwar unsere Ästhetik, aber egal. Ich habe mir auf jeden Fall meine Fotos schon ausgedruckt und ausgeschnitten. Und es gibt jetzt keine bestimmte Richtung, wie ich das immer mache. Also ich denke mir einfach manchmal, wenn ich irgendwas gemacht habe am Wochenende, zum Beispiel waren wir auf einer Hochzeit. Und dann, wenn es davon Fotos gibt, drucke ich die einfach aus. Oder was ich auch ganz gerne mache mittlerweile, ist einfach so Alltagsmomente so ein bisschen festzuhalten, wenn es einfach das Essen ist oder wenn man einen Spaziergang gemacht hat oder wenn die Katze gerade süß da liegt, weil ich das irgendwie ganz schön finde, das nochmal in dem Buch dann durchzublättern, anstatt nur auf dem Handy so zu sehen. Und natürlich kann man auch sich am Ende des Jahres einfach noch so ein Fotoalbum machen, aber ich finde das einfach ganz schön und dann habe ich zum Beispiel hier noch so bunte Stifte und schreibe dann was dazu oder ja, je nachdem. Und ich lasse uns auch ganz gerne ein YouTube-Video sowas drüber parallel laufen und ja, ich wollte das schon richtig, richtig lange mal wieder machen und zum Beispiel kann man dann auch so Karten oder sowas, wenn man wo war oder so, aufheben und dann alles reinkleben und ich finde, das gibt dem Ganzen so ein bisschen einen Flair. Habe und irgendwie muss ich mir, glaube ich, auch noch mal so ein paar Fotos speziell zum Beispiel für den Oktober raussuchen, um so den Oktober so ein bisschen abzuschließen. Und ja, aber eine Sache, die ich jetzt so gemacht habe, ist auf jeden Fall hier so eine Seite mit so ein paar Momenten, Sonnenuntergang, einfach ein paar Selfies auch, die ich manchmal für eine Thumbnail noch mit ja, benutze. Und dann hier, das war richtig witzig, wir waren richtig spontan, hatte mein Freund Karten für Marco Gianni gewonnen, der war in Stuttgart. Ich kannte den gar nicht, das ist ein Comedian. Und da sind wir dann abends hingegangen und dann habe ich die Karte hier auch noch reingeklebt. Und da will ich auch noch ein Foto, wir haben noch ein Foto gemacht zusammen, das will ich auch noch ausdrucken.
also mein Freund und ich, und ich hier dann reinkleben und ein bisschen was dazu schreiben. Eine Sache, die ich jetzt vielleicht noch machen will, dadurch, dass es ja jetzt so früh dunkel ist und ja, es dann nicht mehr ganz so geil ist, draußen zu spazieren. Ich habe mir vor kurzem ein Laufband gekauft und das habe ich schon richtig, richtig lange auf meiner Wunschliste gehabt und so Dinge, die ich mir kaufen möchte. Und das habe ich mir vor, ich glaube, einem Monat oder sowas gekauft oder ein bisschen länger, mit dem Hintergrund, dass ich das zum Arbeiten, während der Arbeit nutzen kann, dass ich teilweise dann da einfach gehe. Und jetzt habe ich vor kurzem auf Instagram ein Reel gesehen, was ich richtig, richtig cool fand, wie ein Spaziergang nach Hogwarts gemacht habe. Das habe ich vor ein paar Tagen gemacht, dann bin ich einfach ein bisschen spazieren gegangen auf meinem Laufband und habe parallel das angeschaut. Und ich dachte, dass ich jetzt richtig dumm, natürlich, man kann rausgehen und sowas, aber ich werde mir jetzt ein bisschen Gilmore Girls anschauen, um dass ich ein bisschen Bewegung habe, werde ich jetzt auf meinem Laufband einfach ein paar Schritte gehen, weil draußen regnet es auch und im Regen möchte ich jetzt draußen nicht spazieren. Und ja, deswegen werde ich das jetzt so machen. Ich glaube, das sind richtig, richtig viele Sprünge in den letzten paar Minuten einfach nur gewesen. Aber ich habe gerade beschlossen, ich will jetzt schon Abendessen, bevor ich aufs Laufband gehe, vorbereiten. Und deswegen habe ich mich jetzt kurz schon meine Leggings angezogen und einfach ein T-Shirt, weil mir wird warm beim Laufen, aber zum Kochen ist mir jetzt kalt. Ich hatte überlegt, also nur das Rezept online gesehen, ich werde jetzt Kartoffelscheiben machen und dann im Backofen mit Käse so überbacken. Und dann hat man quasi so ein Kartoffelsnack und man kann es entweder als Sandwich machen, dass man das dann befüllt, zum Beispiel mit Bohnen, Hack, Guacamole oder sonst was, oder das vielleicht auch so zum Dippen verwenden, also dass man sich einen Kräuterquark oder sowas anmischt und dann diese Kartoffelteile da rein dippt. Aber irgendwie dachte ich, probiere ich das jetzt aus, was ich ganz geil fände. Und weil ansonsten hätte ich eigentlich noch Burger oder sowas, was wir heute Abend essen könnten. Aber ich dachte, das ist mal was anderes, Neues. Und ich versuche immer mal wieder was Neues auszuprobieren, dass ich meinen Horizont bei Rezepten ein bisschen erweitere. Ich habe auch richtig Lust, demnächst nochmal einen neuen Snack auszuprobieren. Das müssen wir unbedingt machen, weil diese Snicker-Teile will ich unbedingt ja ein bisschen perfektionieren und sowas. Aber genau, deswegen ist dieser kurze Wechsel gewesen. Und dass ihr ein bisschen Erklärung habt, was passiert, das war's. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. So sieht es jetzt aus. Ich hätte rein theoretisch auch mehrere so Quadrate machen können, dass man das so als Sandwich macht. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall schauen, vielleicht irgendwie befüllen oder sowas. Ich habe auf jeden Fall Hummus da. Und dann habe ich ein bisschen Gurke, die ich mir jetzt schnibbel und sowas. Ja. Tatsächlich habe ich jetzt das Problem, dass ich keinen Kräuterquark da habe oder keinen Quark, dass ich einen Kräuterquark-Dip machen kann.
Und das war so meine Idee halt. Deswegen, keine Ahnung, jetzt habe ich das, was richtig geil aussieht. Und jetzt werde ich einfach das ein bisschen mit Hummus essen und vielleicht mir so einen Salat oder sowas noch kurz machen. Und dann werde ich Gebackenes schauen. Genau, freue ich mich. Ein schöner, gemütlicher Abend. Jetzt Hummus reingefüllt und dann habe ich ein bisschen Gurke so geraspelt und Tofu noch reingemacht. Und das werde ich jetzt snacken. Leider ist es jetzt nicht ganz so fest, wie es hätte sein sollen, dass ich das richtig so als Sandwich essen kann. Aber jetzt muss man halt ein Messer am Gabel essen. Richtig, richtig lecker. Ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Stört euch jetzt nicht dran. Ich habe mir ein Pimple-Patch drauf gemacht und mein Gesicht gerade gereinigt. Und ja, irgendwie... Ach, bin ich im Fokus? Gehe ich da sonst die ganze Zeit dran. Deswegen dachte ich, muss ich auf jeden Fall da was drauf machen jetzt. Und ja, es war richtig, richtig lecker. Ich habe da so Hummus reingemacht und dann geraspelte Gurke und Tofu. Richtig, richtig geil. Und jetzt bin ich nur am überlegen, ob ich irgendwie eine heiße Schoki mir noch mache oder irgendwas anderes, weil ich bin so ein Nachtischmensch. Ich brauche immer irgendwie noch was Süßes so zum Abschluss des Tages. Und ja, meine Kamera blinkt da unten gerade richtig komisch. Deswegen hoffe ich, dass das alles richtig aufgezeichnet wird. Aber mehr gibt's nicht zu sagen. Ich dachte, ich gebe euch noch so ein kleines Update, weil ich fand das so, so lecker. Und ja, hier... Und Gilmore Girls. Da macht man sich eine heiße Schoki und verschüttet alles. Gott sei Dank haben wir hier diesen Tisch mit dieser Kante, dass da nichts auf den weißen Teppich runtergeflossen ist. Aber annoying! Hallo, ihr Süßen. Es geht mit Gemütlichkeit weiter. Ich habe jetzt gestern gar nicht mehr gefilmt, weil ich nach der Arbeit eigentlich genau das witzige gleiche gemacht habe wie den Abend davor. Ich hatte noch Leftovers zum Essen und habe einen Spaziergang auf meinem Laufband gemacht. Ich glaube, das wird mein neues Ding. Es hat richtig Spaß gemacht. Und vor allem, wenn es draußen eklig kalt und nass ist. Und mein Freund war nämlich mit seinen Freunden weg. Und ich gehe da nicht alleine in der Dunkelheit spazieren. Und ja, deswegen war das richtig cool, dass ich zu Hause einfach spazieren war. Weil im Dunkeln gerade will ich einfach nicht alleine raus. So, also nicht zu spät. Und jetzt mache ich mir gleich ein Matcha und Frühstück. Und ich habe gerade ein Paket bekommen. Ich habe seit 5 Monaten einen Geldbeutel auf meiner Wunschliste, dass ich mir was kaufen wollte. Und die letzten Monate habe ich immer mal geguckt, weil dachte ich immer so, brauche ich das wirklich? Will ich einen neuen Geldbeutel? Aber mich hat das richtig gestört und deswegen dachte ich, zeige ich ihn euch einfach. Weil mir war es wichtig, einen kleineren Geldbeutel zu haben. Das ist mein aktueller Geldbeutel, den ich seit ich 16 habe, den habe ich zum Geburtstag bekommen. Und ich wollte einen, der in meine Jackentasche passt. Und was mir auch wichtig war, ist einfach kein echtes Leder, sondern das ist jetzt veganes Leder. Und ja, da bin ich richtig, richtig happy drüber, weil er so klein ist. Und den wollte ich jetzt umpacken. Und ich habe auch richtig lange darüber überlegt, mir einen neuen zu kaufen. Aber die letzten Monate war es einfach geldmäßig, dass ich nicht so viel ausgeben wollte. Und diesen Monat dachte ich mir so, ich kaufe mir jetzt nichts sonst, dass ich ein bisschen einfach schaue. Ist ja jetzt auch bei voll vielen Sachen Black Week und Black Friday und diese ganzen Green Sales und sowas. Und demnach habe ich mir dann den Geldbeutel gekauft. Und ja, bin ich jetzt happy, deswegen packe ich den jetzt um. Und dann mache ich mir einen Matcha und dann hatte ich noch überlegt, ich habe so, entweder mache ich das heute oder am Wochenende irgendwann, ich habe so eine Pancake-Mischung mal gekauft, die habe ich euch, glaube ich, auch gezeigt mit Kürbis Pumpkin Spice. Entweder mache ich das oder einfach meinen ganz normalen Porridge. Ich liebe ja Porridge. Ja, und ich habe gerade den Geldbeutel meinem Freund gezeigt und er so, ist aber frech, dass da einfach ohne Geld kommt. Es wäre doch mal richtig witzig, wenn man einen Geldbeutel kauft und einfach so einen 5-Euro-Schein schon drin stecken würde. Naja, genau, das als kleines Update. Irgendwie ganz cute. Ich hoffe, der hält jetzt auch gut mit dem Material und allem.
So sehr. Und wir haben auch etwas an der Wohnung verändert, wie ihr jetzt wahrscheinlich hier mit dem neuen Hintergrund sehen könnt. Wir haben jetzt hier einen Sessel, der stand davor im Büro und ja, den haben wir jetzt hier rausgetan, damit mein Freund hier den Sessel ein bisschen besser nutzen kann für am Fernsehen und sowas. Das ist richtig ungewohnt irgendwie, weil daneben steht ja auch noch mein Sessel. Aber ja, ich kann euch das gleich auch noch alles zeigen. Und was gibt's sonst Neues? So ein bisschen Book-Content? Ich finde es so süß. Ein paar von euch schreiben immer, dass sie es schön finden, wenn ich ein bisschen Bücher-Content auch immer in meine Videos mit reinbringe. Deswegen kann ich euch ein kleines Update geben. Ich höre gerade den dritten Teil von Once Upon a Broken Heart und ich liebe diese Reihe. Ich liebe diese Reihe so sehr. Ich habe mir schon überlegt, diese Bücher einfach noch zusätzlich als physische Kopie zu kaufen, weil ich finde die so gut. Das ist meine liebste Fantasy-Reihe und normalerweise bin ich ja nicht so im Fantasy-Game, aber die ist so gut. Die Sprecherin ist toll und ich mag es richtig, richtig gerne. Also ja, ich fühle es richtig. Habe ich vor ein paar Tagen das Buch auch beendet. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon was erzählt habe. Habe ich das im letzten Video erzählt? Ich weiß es gerade gar nicht. Und als nächstes werde ich dann als physische Kopie das hier anfangen, Powerless. Das ist der dritte Teil von der Chestnut Spring Reihe. Das ist so eine süße kleine Smalltown Cowboy Reihe. Und ja, ich finde es richtig, richtig goldig bisher. Also ich habe es noch nicht angefangen, das Buch, aber die Reihe an sich hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich nämlich noch ein anderes Buch, was ich aktuell höre. Und zwar auch Powerless, aber dieses Fantasy-Buch Powerless. Und es gibt mir ein bisschen... Wie heißt das andere Buch? Ich hab's vergessen. Katniss Everdeen. Wie heißt dieser Film? Die Tribute von Panem. So. Das geht mir richtig. Ach, Mensch, Katniss Everdeen. Nee, die sagen ja immer bei dem Film Katniss Everdeen. Ich habe das Ewigkeit nicht mehr geguckt. Ja, auf jeden Fall höre ich da das Buch Powerless gerade und Amy gibt mir das richtig, die Tribute von Panem. Weil, aber oh, ich weiß, dass viele das Buch richtig, richtig gut finden, 5 Sterne geben, aber ich weiß nicht, ich tue mir ein bisschen schwer bisher. Also ich habe jetzt 40% bisher und dann habe ich gesehen, dass der dritte Teil von Once Upon a Broken Heart rausgekommen ist und dann dachte ich, nein, ich muss switchen und das liebe ich einfach. Genau, das so als ein bisschen Bücher-Update. Freue mich, heute Abend wollen wir auch den ersten Weihnachtsfilm schauen. Oh mein Gott, ich freue mich richtig arg. Und in dem Sinne auch die Frage, wann dekoriert ihr oder habt ihr schon dekoriert, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Weil normalerweise, sobald November ist, bin ich auch in Weihnachtsstimmung eigentlich. Aber dieses Jahr noch gar nicht. Ich habe mir zwar schon, wie ihr auch gesehen hattet, bei Sustrene Kräne so ein Häuschen gekauft. Aber wann hole ich die restliche Weihnachtsdeko hoch? Mache ich das Ende November? Ja, könnt mir mal sagen, wie es bei euch da aussieht. Ich hatte ja am Anfang von dem Video gesagt, dass ich mal ein bisschen wieder durchgucken möchte und ich mache da jetzt nicht jedes Mal so ein riesen Ausmistvideo oder so, dass ich ja alles in der Wohnung durchschaue, aber manchmal merke ich das selber, wenn ich in meinem Kleiderschrank schaue, dass ich irgendwas nicht mehr so anziehe oder nicht mehr so fühle und deswegen habe ich jetzt auch mich dazu entschlossen, den Pulli zum Beispiel auszusortieren, weil den habe ich seit 10 Jahren und ich weiß, dass ich ihn irgendwie einfach nicht mehr so gerne anziehe. Und ich finde ihn auch wunderschön, aber kennt ihr das, wenn ihr Sachen einfach euch so satt dran gesehen habt? Und dann hatte ich noch eine Tasche, die habe ich mir zum Geburtstag tatsächlich vor ein paar Jahren gewünscht, aber ich habe sie kein einziges Mal verwendet, weil sie für meinen Geschmack mir zu lange ist. Und ja, deswegen habe ich die jetzt auch bei Vinted reingestellt, weil an sich ist es ein mega cooles
Modell, auch eine super Größe. Und das Einzige, was ich mir überlegen könnte, wäre sonst, wenn man das hier irgendwie kürzt oder sowas. Weil man kann da auch nichts verstellen, was ich ein bisschen schade finde. Aber dadurch verwende ich sie nicht, weil sie einfach mir zu lang ist. Und genau, deswegen, das kommt jetzt weg. Und ich habe mein Hörbuch ein bisschen an und ja, habe so ein bisschen hier rumgewuselt und freue mich einfach sehr auf nachher, auf den gemütlichen Abend mit dem Weihnachtsfilm. Ich bin gerade so angeekelt und traurig. Da ist ein Wurm einfach in meinem Brotaufstrich. Ihr! Oh Mann, und das ist immer... Ich sehe richtig zerstört aus. Das ist immer so schwer zu bekommen. Das ist so schnell ausverkauft immer. Und ich hatte zwei ergattert. Also ich habe mir zwei bestellt. Und das ist das erste und ist noch recht voll. Und da ist einfach ein Wurm drin. Mann, das macht mich so sauer. Wie kann da ein Wurm reinkommen? Ich hab das doch zu. Hier. Ich habe gerade so Hunger und es ist so eine blöde Uhrzeit, so eine Zwischenuhrzeit und ich hatte nicht so viel zum Mittag gegessen. Und jetzt ist 4:45 und bevor wir nachher unser Abendessen machen, dachte ich, mache ich mir jetzt Waffeln. Und das macht mich gerade richtig wütend. Okay, ich kann auch was anderes in meine Waffel reinmachen, aber versteht ihr gerade meinen Frust? Ich bin einfach sauer. Kacke. Naja, dann muss ich wohl was anderes auf meine Waffel jetzt machen. Ich mache jetzt einfach Puderzucker auf meine Waffel und höre mein Hörbuch weiter. Mein Hörbuch ist so spannend. Ich habe jetzt 50%. Über 50% schon und oh, ich würde am liebsten mit euch darüber reden, aber ich kann darüber nichts reden, weil ich würde was spoilern. Und meine Freundin hat das auch schon gelesen, das Buch, und ich habe ihr vorhin nur geschrieben, ich mag die XY überhaupt nicht und oh, ich bin so gespannt, wie es ausgeht. Und ja, das ist richtig cool, dann darüber sich schon auszutauschen, aber ich höre jetzt auf jeden Fall weiter und esse jetzt meine Waffe mit irgendwas anderem. Das Rezept von den Waffeln auf jeden Fall in die Infobox. Ich habe das von Pinterest irgendwann mal, ich glaube von einem Jahr oder sowas entdeckt und ich finde das richtig gut, super einfach. Einfach zu mir in den Arm gelegt. Dann wird sie hier immer zugedeckt. Und jetzt werden wir zum Supermarkt laufen und Abendessen holen und dann den Weihnachtsfilm schauen. Yay! Wir haben jetzt hier uns Essen angerichtet. Salat, ein bisschen so vegan Mozzarella und im Ofen sind da noch so loaded Nachos und... Let's start the movie night.